Gave us a saddle fox. If I could catch him and put him in the box, I lock the door and lose the key. For all the chiefs who's played on me, I'm glad I had salvation. I'm glad I had salvation. I'm glad I had salvation. I'm trusting to the Lord. Ngiyanibingelela bangani abahle balaleli bohlelo oluthi Kids Live. Good morning, children, and welcome. Hallo Kinder und willkommen zu Kids Live. Kakhulu uNkulunkulu ophinde wasipha ithuba elihle kanje lokuthi sizohlalisana ndawonye. And we thank Wir danken dem Herrn, dass er uns nochmal die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns so treffen dürfen. Und danke auch für das schöne Lied, das wir hörten. Kinder, heute wollen wir über eine Geschichte sprechen, die wir in Matthäus 15, Vers 22 lesen. Dort lesen wir, da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und als sie so rief, erklärte sie, meine Tochter ist gequält von einem Dämon. Kinder, diese Mutter war sehr besorgt. Sie hatte eine Tochter, die sie sehr lieb hatte. Keine Mutter liebt nicht ihre Tochter oder ihre Kinder. Aber sie wusste nicht, wie kann ich mit dieser Tochter leben? Denn diese Tochter war gequält von diesem Dämon, und es war nicht leicht, mit ihr in einem Haus zu wohnen. Sie war wie jemand, die verrückt war. Dieses Mädchen tat Dinge, die normale Kinder gar nicht tun würden. Und wir können hier im Bild sehen, dass diese Mutter so besorgt ist und dass sie bittet, dass Jesus ihr helfen würde. Seht ihr, sie rennt und sie wünscht sich, dass sie nur Jesus erreichen kann und ihm um Hilfe bitten kann. Warum ging diese Mutter zu Jesus? Was hat ihre Tochter getan, dass sie jetzt so zu Jesus rennen musste und um Hilfe bitten sollte? Guck mal in diesem Foto. Hier ist ein Kind. Ein Kind, das nicht frei ist. Sie ist gequält und traurig. Ihr Gesicht und ihr Auge erzählt eine Geschichte. Wir können sehen, dass es in ihrem Leben nicht gut geht. Und wir können sehen, es sieht aus, als ob sie nachts gar nicht schlafen kann. Wir können sehen, sie ist nicht glücklich.
Und wir können auch sehen, dass sie anders aussieht als die anderen Kinder. Seht ihr, Kinder, Dämonen, sie binden einem fest und man kann nicht normal leben, man ist wie ein Sklave. And in the next pictures you can see these und im nächsten Foto kannst du sehen, diese zwei Mädchen, sie sehen aus, als ob sie voller Hass und Groll sind. Und guck, sie sind ganz alleine, sie haben keine Freunde. Oh, and look at those other two pictures. Oh, und guck mal diese anderen zwei Fotos an. Sie wollen, dass alles ihr Weg geht. Sie wollen immer ihr eigenen Weg haben. Sie sind stur. Sie wollen, dass alles so geht, wie sie es haben wollen. Kinder, ich hoffe, dass ihr nicht so seid. And you see these children, they've got a fighting spirit. Und schaut mal diese Kinder an. Sie haben einen Geist von Streit. Sie schreien einander an, sie streiten, sie kämpfen, jeder will diesen kleinen Teddybär haben, sie ziehen es voneinander. And you see children in the next seht ihr Kinder, auch im nächsten Foto, dies ist die Frucht von Sturheit. Und you see children, when somebody is stubborn, seht ihr Kinder, wenn jemand stur ist, like an animal maybe, and dann haben sie ein ganz hässliches, böses Gesicht. Sie sehen fast aus wie ein Tier und sie haben immer ein langes, unglückliches Gesicht. Und es ist nicht mehr schön, mit dieser Person in einem Haus zu leben. Und seht ihr das Kind, das die Ohren zuhält, wenn die Mutter spricht? Wir können sehen, so ein Leben hat nicht Gott im Herzen. Ein Kind, das so tut, hat nicht den Herrn Jesus im Herzen. Und seht ihr dieses Kind, das sich so hinlegt und so unglücklich ist und der Vater weiß gar nicht mehr, was zu tun. Kinder, wenn wir so sind, dann machen wir unsere Eltern weh. Und alle diese Fotos erzählen Geschichten. Sie erzählen den Menschen oder zeigen den Menschen, was in dem Herzen von diesem Kind angeht. Seht ihr, Satan hat ihre Ohren zugestopft, dass nichts Gutes in ihr Herz kommen kann. Und die Eltern sind besorgt, sie machen sich Sorgen über das schlechte Benehmen von den Kindern. Und böse, schlechte Dinge herrschen in dem Herzen und in dem Gedanken von diesen Kindern. Und seht ihr die Kinder, die schon ein bisschen älter sind? Oh, ihnen macht nichts etwas aus. Man kann einfach sehen, dass der Teufel in ihrem Herzen herrscht.
Und schaut mal ihre Kleider an. Und dann do everything wrong way round. Look, the cap is alles ist falsch rum. Sogar die Kappe. Die Kappe zeigt nach hinten, obwohl man eigentlich die Kappe andersrum anzieht. That is children, the spirit of worldliness, the spirit of Kinder, loving the world, that dieses ist ein weltlicher Geist. Abalalela umculo mubi njengobona nanga umama umangela ukuthi kanti indodakazi yami ilaleleni yini lelale kanti ububi buyabusa enhlizweni. Disobedient children that listen to bad music. Ungehorsame Kinder, die schlechte Musik mögen, und die Mutter weiß nicht, was ist diese Musik, dass mein Kind sich immer anhört. Und wie wir auch in einem Bild gesehen haben, dass manche Kinder schlechte Freunde haben und diese Freunde kontrollieren ihr Leben. Kinder, dieses Benehmen macht unseren Eltern weh. Der Herr Jesus hat uns die Eltern geschenkt, dass wir gehorsam sind und dass wir sie lieben. Deine Eltern wissen, dass du eigentlich ein liebes Kind sein sollst, ein Kind, das der Herr Jesus gebrauchen kann. Kinder, deswegen versuchen eure Kinder in viele Art und Weisen euch zu helfen, dass ihr gute Kinder werdet. Sie bringen euch gutes Benehmen bei. Sie zeigen euch, wie ihr leben sollt. Damit du von dem Herrn Jesus gebraucht werden kannst. Und dass du ein Tag, wenn du erwachsen bist, dass du ein guter Mensch sein kannst. Deswegen rennt diese Frau zum Herrn Jesus und sie weint, weil sie weiß, nur der Herr Jesus kann mir jetzt helfen. Children, a mother that is concerned and worried about her daughter and her children won't care what other people have to say because she's worried. Kinder, eine Mutter, die besorgt ist um ihr Kind, ihr macht es nichts aus, was die anderen da denken oder sagen, denn sie weiß, sie muss ihre Tochter oder ihr Kind helfen. Sie wird alles versuchen. Nachts wird sie nicht schlafen können. Oh, sie will das haben, was ihre Tochter helfen wird. Seht ihr, wie sie hier zum Herrn Jesus kommt? Sie weint und sie bittet dem Herrn Jesus, ihr zu helfen, und sie hat auch das Vertrauen, dass er sie helfen kann. And you see the disciples, they're telling her, keep quiet, shush, don't make so much noise. Die Jünger sagen, sei stille, mach nicht so einen Lärm. Aber das macht ihr nichts aus. Sie ruft und sie sagt, Herr Jesus, hab Erbarmen mit mir. Kinder, seid ihr stur? Macht ihr alles einfach, wie ihr es haben wollt?
Anstatt dass ihr gehorsam seid, euren Eltern gegenüber und vielleicht auch andere Erwachsene, auch die älteren Schwestern und Brüder. Kinder, wenn es so aussieht in deinem Leben, ruf aus und bitte dem Herrn Jesus, dass er dir helfen wird. Sag ihm, dass du den Teufel im Herzen hast und dass du Hilfe brauchst. Gehe zum Herrn Jesus, bitte ihn und bekenne deine Sünden. Jesus will cleanse you. He'll make you so clean. He'll chase away all the demons and take out all the bad. Jesus wird dich rein machen. Er wird dein Herz neu machen und alles Böse rausjagen. Kinder, Jesus hört euch, wenn ihr betet, und er wird das tun, worüber ihr ihn bittet. Und Jesus wird alles Schlechte in deinem Herzen wegnehmen und dich ein liebes Kind machen. Und Kinder, das Beste ist, dass diese Mutter zurück nach Hause gehen konnte mit einem frohen, glücklichen Herzen, weil der Herr Jesus hat ihr geholfen. Er hat ihre Tochter berührt und gerettet von all den Dämonen. Stell dir vor, diese Mutter, die so besorgt war wegen ihrer Tochter, aber jetzt war ihre Tochter gesund, wie alle anderen Mädchen. And now the mother was happy as well and enjoying life and sleeping at night and und jetzt war die Mutter so glücklich. Sie konnte wieder gut schlafen. Sie hatte Frieden, denn ihre Tochter war wieder gesund. Und diese Tochter hatte nicht mehr den Teufel im Herzen, sondern den Herrn Jesus. And her daughter was changed, completely changed, and ihre Tochter hat sich komplett verändert. Und alle die Fotos, die wir am Anfang gesehen haben, über böse Kinder, alles dieses war neu gemacht. Es war nicht mehr so im Leben dieser Tochter. Und genau so kann es in deinem Leben sein, wenn du Jesus im Herzen hast. Hast du ein helles, glückliches Gesicht? Wie in diesem letzten Foto, wo wir sehen, diese Mädchen sind so glücklich, denn sie haben Frieden im Herzen. Und jetzt wollen wir zusammen beten und dann bitten wir die Kinder, für uns zu singen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe. Because, Lord Jesus, no matter how bad we are, your arms are always open. Egal wie böse wir sind, deine Arme sind immer offen und du willst uns helfen und die Last wegnehmen und uns frei machen. Herr Jesus, hier sind all die Kinder, die zuhören. Bitte hilf einem jeden in ihrem Zuhause. Herr, dass da ein großer Unterschied sein wird nach dieser Kids Live Episode, so dass sie leben können und dass sie sagen wollen: Herr Jesus, wir wollen für dich leben. Dies bitten wir alles in deinem Namen. Amen.
He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters still, O troubled sea, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, for God through Jordan leadeth me. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me.